Ja, wir machen gerade ein Interview. Es dauert noch kurz. 5 Minuten, sollen Sie sich bitte gedulden. Ich hab's gewusst. Ich hab's auch gewusst, weil ihr ja immer von dem erzählt. Ja. Keine Ahnung. Das ist jetzt ein bisschen gemein, ich weiss es natürlich, aber vom Gefühl her natürlich nicht. Ich habe es auch erst dann wirklich gewusst, wo man gesagt hat, ah, jetzt wird es 10 und ich, ah ja stimmt, das ist so lange her. Doch, doch, ich weiss es, weil es ist am 1. Mai 2004 aufgegangen. Das Datum ist natürlich ganz klar mir bekannt. Warum hast du das gewusst, Marc? Ja. Meinst du, erst 8? Also wenn ich überlege, würde ich vielleicht schon drauf kommen. Wenn ich so Zeugs höre, finde ich das immer total schockierend bis überraschend. Was? Schon 10 Jahre? Also, ich mag mich noch gut erinnern, was darum gegangen ist. Jetzt da, der letzte Abend im Werkhof, wo man konnte die Inventar irgendwie aufkaufen. Und dann, ja, wie machen wir jetzt den Neubau mal so, dass das funktioniert und dass es nicht irgendwie so Fehlplanungen gibt wie an anderen Orten. Ja klar, ich habe den ganzen Wechsel miterlebt. Ich war damals ganz am Schluss noch Veranstaltung im Werkhof. Und er hat mich der Urs Emmenegger angefragt, ob ich auch würde, dann gerade am Anfang bei der Veranstaltung im Treibhaus, was ich natürlich sehr gerne gemacht habe. Ja, ich habe gewusst, dass es im Mai 2004 aufgegangen ist. Also, wenn ich mir das überlege, sind das 10 Jahre. Also. Ja. Treibhaus habe ich auch schon gehört, kann man so sagen. Und das 10 ist ja. Schön. Fühlt sich an wie vorgestern. Nicht so wirklich. Ja, sicher habe ich das gewusst. Spätestens habe ich eine Anfrage. When you told me that, I felt my eyes going and my penis getting all limp and you know that kind of stuff, the old guy stuff. Also das ist mir schon bekannt gewesen. Ja, sind jetzt richtig nicht mehr, die Agenda eingereicht hat, aber ja, nein, es ist eine lange Zeit, aber es ist viel gelaufen in der Zeit im Treibhaus irgendwie. Ich habe heute jemandem erzählt, dass wir das nachher machen, die Aufnahme, und ich habe gesagt, ja, weißt du, Treibhaus wird 10. Nein, das kann nicht sein. Fifi wahrscheinlich. Mein 10. Geburtstag, ach du meine Güte. Ich glaube... Darf ich das zuerst? Nein, ich zuerst. Ich glaube, es hat ein Essen gegeben. Es hat eigentlich immer ein Schnippo gegeben, wenn ich Geburtstag hatte. Und dann auch Peritorte. Ich glaube, das hat es meinem 10-jährigen Geburtstag gegeben. Ich hatte mega Kieferschmerzen gehabt. Und musste die Zähne ziehen und so. Und habe voll keinen Bock gehabt auf irgendwelche Leute reden mit Zähnen. Ich weiss noch. Every 10th birthday, I feel really old, and that one was probably no exception. I was like, oh, I'm in the double digits now. This is horrible. My life is almost over. Ich nehme jetzt mal an, es hat eine Party gegeben mit so Klassenkollegen und dann haben wir wahrscheinlich das Schocki-Spiel gespielt. Auf das bin ich gut gestanden. Schocki, yes. Haben wir das gemacht? Ja, das haben wir eigentlich schon gemacht. So. Du nicht? Ist ein langweilig geworden. Ja, einfach, ja, ich bin zu einig gewesen. Ja, gang im Wald. Schnitzeljagd im Wald. Mhm. Das könntet ihr ja auch machen, weisst du, cool. Ja, ich habe meine Geburtstage allein verbracht, weil eben alle meine Kollegen beide in der Ferien waren. Ich glaube, das ist der eine Jubiläumsgeburtstag, den ich mich nicht betrunken habe. Wahrscheinlich mit einem schlechten Haarschnitt. Ey, aber die Backstreet Boys. Allein daheim. Ja, wie wir alle. Ja. Also, ich habe auf dem Bauernhof an der Geburtstagsparty gemacht. Mit der Säge. Nie mit der Säge. Aber dann sind wir alle in den Wald rauf, mit den kleinen Traktoren und oben runtergefräset. Der Schnellste hat den Preis bekommen. Am Geburtstag. Sicher. Sehr geehrte Damen und Herren, wie ihr spätestens jetzt wisst, gibt es ein grosses Fest am 1., 2., 3. Mai. Und eigentlich wäre es noch schöner, käme der Ball. Du bist Treibhaus. 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 Happy Birthday.